Hallo, ich grüße euch nochmal zu einer kleinen Ergänzung vom Teil 29. Wir nennen es mal 29b. Und zwar geht es nochmal um den Film. Ich habe zwar hier eine neue aktuelle Sache, die ich dann auch mal zeigen möchte, aber die werde ich mal noch eine halbe Stunde machen. Ich möchte den Film erstmal abschließen, damit man das aus den Gedanken kriegt. Ja, es gab natürlich dann nach einem Tag überschlafen, kamen natürlich einen dann noch so verschiedene Gedanken nach, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Also ihr habt ja gestern das vielleicht verstanden, wie ich das gesagt habe. Also es gab sozusagen den Widersacher von Hitler, der der Meinung war, ja, wenn er jeden EU-Politiker und Regionalpolitiker, was weiß ich, die passende Antwort gibt, sodass er sozusagen wie umfällt in seiner Lehre, stellt das natürlich eine Gefahr dar. Ne? Und da hat sich dann einer, der den also entdeckt hat vom Film, sein Widersacher, in den Kopf gesetzt, den also bis aufs Dach zu verfolgen mit einer Pistole. Und Hitler stand ja nur in der äußersten Ecke. Ne? Und er hielt die Pistole auf den Hitler, hatte ich gestern schon mal kurz erzählt. Und drückte dann auch ab und im ganzen Kino, oh. Und dann ein paar Sekunden später wurde es allen klar, ach, das ist ja noch ein Film. Und dann fiel es in ein, ach Scheiße, jetzt haben wir ja nur noch den Merkel. Die Reaktion von den Kinoleuten, das war schon heftig. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, mir den heute noch einmal anzugucken, weil die Pointen, die sind so heftig und aufeinander abgestimmt. Man kriegt das gar nicht alles mit. Also man denkt, man kommt erstmal nicht richtig mit, wo die Reise hingehen soll, weil man denkt ja, alles, was man bis jetzt an diesem Film aus dieser Zeit gesehen hat, ist ja im Prinzip nur Propaganda gewesen. Also ZDF Info hat ja schon einen beinahe Hitler-TV. Und wenn man sich wirklich intensiv mit der Geschichte befasst und die Originaldokumente kennt, merkt man natürlich, was Propaganda ist und was, ja, ich sage mal, belangloser Bericht ist. Irgendwo dazwischen. Was anderes hat es bisher eigentlich in Deutschland überhaupt nie gegeben. Also der Film ist etwas völlig Neues. Und zwar, ich muss das mal richtig erklären. Also wir haben im Prinzip einen sogenannten Sockel aller Werte. Ne? Also du sollst deine Eltern ehren, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, also sagen wir mal so die 10 Gebote. Dann kommt das sogenannte, ich will mal wieder so sagen, also das gute Benehmen, was sich sozusagen aus der Tradition entwickelt hat, das kommt viel aus dem Altgermanischen und so weiter. Also man fasst nicht mit dem Finger ins Essen und man rülpst nicht und man begrüßt die Gäste ist und man ist gastfrei und so weiter. Ne? Also die ganzen Basics, die, sagen wir mal, einfach zur guten Erziehung, zum guten Ton gehören. So, und dann erst viel drüber kommen die politischen Überzeugungen, die auf Erfahrung basieren. Teilweise sind sie auch eingeimpft. Aber im Großen und Ganzen, ich sag mal, ist das so das Package, was jeder mit sich rumträgt. Und wo man merkt, dass also die Gender-Mainstreaming, die also gegen Familie und gegen einen ehrlichen Umgang ins Geschäft, wenn es in der Europäischen Union Vorteile bringt, da darf man natürlich andere betrügen, das ist also dann ihre Sicht, kann ich absolut nicht vergutheißen. Ja, und dann muss man Frau und Mann gleich machen, damit man dann die Ehen gegen anderen ausspielen kann und dass es überhaupt keine richtige Liebe mehr gibt, sondern bloß noch ein, ja, ich sag mal, so ein Überlebenskampf. Ne? Und es ist ja auch so, dass viele, die Löhne in den Betrieben so weit runtergefahren worden sind, dass beide einen Job brauchen, das ist eigentlich nicht normal, sowas. Und es ist in anderen Ländern undenkbar, dass die Frauen in der gleichen Weise so im Leistungslohn stehen. Die machen sicherlich auch irgendwas leichte Arbeit, aber die haben sich hauptsächlich um die Kinder und die Familie, um die Alten und die Jungen zu kümmern. Und da sind die eigentlich ausgelastet. Ne? Und heute ist es so, dass eben dann unsere alte Generation in die Heime verfrachtet wird. Und das kann nicht gut sein. Das ist eine Entwicklung, die können wir nicht vergutheißen. Die muss auch unbedingt wieder umgekehrt werden. Dass die ältere Generation von der Familie betreut wird und auch betreut werden kann, also dass die Mittel auch zur Verfügung stehen. Ja, und das nenne ich mal so das Package. So, und aus diesem Package raus hat Hitler so seine Theorien entwickelt, so, und die sozusagen weitergeführt. Also man kommt erstmal nicht herum, bei seinen Grundaussagen zuzustimmen, weil man würde sonst sämtliche Fragen der westlichen Gesellschaft grundsätzlich in Frage stellen. Und das wollen die meisten. Ja. Und das haben auch die diese eiskalt erwischt haben, eigentlich sofort mitgeschnitten, dass sie da aus der Nummer herauskommen. Und jetzt kommt das weiter. Und dann sagt er, dann, hier ist der Widerspruch und das ist der Widerspruch und das ist hier die Lösung und das ist da die Lösung. Und da landest du, ob du willst oder nicht, irgendwann im Nationalsozialismus. Und das gefällt oder nicht. Und
Ja, und das ist eben der Schock, den der Film dann auslöst. Und man muss natürlich wissen, dass das alles übersteigert ist, ne? Also es ist halt nichts mit einer realen Geschichtsstunde zu tun, sondern es ist eine Übersteigerung. Und im Prinzip haben alle Darsteller, die sie so eingefangen haben, da war auch noch Dagi B dabei, also hier von YouTube, so eine Klickprinzessin. Und Freshtorge kennt ihr vielleicht von seiner Musikparodie. Der Mann ist ein Künstler, kann man nicht bestreiten. Aber nachdem ich 2 Folgen gesehen habe, weiß ich ungefähr, wo ich ihn hintun muss. Und dann muss ich das nicht jeden Tag angucken. Aber ich muss sagen, ich habe auch so eine Klickprinzessin aktiviert. Eine, die nicht ganz so krass drauf ist wie Dagibi. Um einfach mal zu wissen, wie unsere jüngere Generation denkt, was sie so für Probleme hat. Aber merkt, dass selbst wenn man dann jahrelang mitliest, die wirklichen wichtigen Probleme überhaupt nicht zur Sprache kommen. Und komischerweise ist es eben die Beschäftigung mit den belanglosen Dingen, die uns von früh bis abend abhält, über die wirklichen Werte unserer Gesellschaft nachzudenken. Und wenn dann das so jemand kommt wie er ist wieder da und uns daran erinnert, was unsere wirklichen Werte und Wurzeln sind, wo wir mehr herkommen, wo wir eigentlich hinwollen, wenn wir eine glückliche Gesellschaft wollen, dann ist das natürlich der Film in doppelter Hinsicht bösartig, weil man dann sagt, ey Scheiße, die haben ja im Prinzip damals schon Probleme erörtert, die wir jetzt haben. Also die haben früher Probleme theoretischer Ordnung, die wir jetzt in der realen Position haben. Und ich möchte nicht darüber nachdenken, wenn es einen Teil 2 gibt, wo sie Leute aus dem Europaparlament wegfangen, wenn die noch gerade aus ihrer Blaulichtbestrahlung kommen. Ich glaube, das würde es sehr schwer nicht aushalten. Also Michael Ferrage oder so, so was interviewen. Das wäre wirklich zu heftig. Aber ich denke mal, der Film hat eine neue Kunstform geschaffen. Ich denke, er hat das Potenzial dazu, in 5 Runden zu gehen. Entschuldigt. Er hat das Potenzial, in 5 Runden zu gehen. Und zwar aus dem Grund, weil der Film im Prinzip die eigene Ideologie so ins Absurde verkehrt und in Widersprüche verwickelt, dass eigentlich gar keiner rauskommt. Ich finde es ja schade, dass man Kohl dann nicht mehr befragen könnte zur Euro- und der D-Mark-Einführung. Also zur Euro-Einführung, ich glaube, der wäre geplatzt. Ja, und Merkel selber hat sich ja nicht aktiv beteiligt, über die wurde ja noch hergezogen. Das hat nicht wirklich Spaß gemacht. Aber ich denke mal, die Uschi, die wäre eben nie gewachsen gewesen. Und der hätte es uns sicherlich vom Hocker gehalten. Das hätte kein Kilo Sessel ausgehalten. Die Massen hätten abgefeiert. Ja, und ich hatte vorige Woche ein interessantes Gespräch mit einem Türken. Nee, einem Kurden. Einem Kurden. Und er hat mir gesagt, dass es damals in der Türkei den Atatürk gegeben hätte. Und der hätte eine ungefähre ähnliche Ideologie vertreten wie Hitler war. Ich sage, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das müsste mir nochmal übersetzen. Dann hat er mir erklärt, was der an Reformen der Reihe nach gemacht hat. Also wie es Sonneck war, was er an Reformen gemacht hat und was er in seiner Hauptlehre als kleine Ecke falsch gemacht hat. Ne? Und weshalb es dann verteufelt haben. Und da hat er mir gesagt, bei euch, bei der Hitler ist genau das Leid. Da haben viele Dinge erstmal richtig gemacht. Und dann hatte er eine falsche Lehre drin, die hat er falsch gemacht. Ja. Man kann das überschreiten, was das ist, will das jetzt auch nicht ausführen. Aber man kann eben, der Film hat es eben nachgewiesen, man kann nicht sagen, dass Hitler in allen Punkten falsch gelegen hätte. Weil dann stellt man seine eigene Parteipolitik oder auch öffentliche Meinung völlig in Frage. Und jetzt ist eben interessant, wie funktioniert der Mechanismus? Im Prinzip kann ja derjenige, der den Film folgt, ja in fast allen Punkten mitgehen. Aber ich habe eins festgestellt, der Film hat im Prinzip ein Feuerwerk, ein fulminantes Feuerwerk an Hinterfragungen und an Widersprüchen aufgedeckt. Aber eine Sache konnte er nicht verkaufen. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und zwar, er konnte nicht verkaufen, dass sich Pegida in diese Sache einordnen lässt. Da waren nämlich ein paar Einschnitte von Pegida reingeschnitten und dann aber auch falsch verkauft. Und das war eine interessante Geschichte. Warum hat das nicht richtig reingepasst? Mit dem NPD-Mann, den sie dort, ja, ich sag mal, verheizt haben,
Das war ja selbst für mich lustig. Ich habe ja mit den Truppenteilen auch schon mal in der Gaststätte zu tun gehabt, ich habe es schon mal erzählt hatte. Ich kam gerade von der Vorbereitung unseres Wahlkampfs, ich war ja damals in einer extrem christlichen Partei, und hatten alle Geschäfte zu und alles ringsrum zu und ich hatte Hunger und war auch schlechtes Wetter, soweit ich weiß. Und ich bin so die Straße lang und da sehe ich wie eine kleine Gaststätte. Und ich sagte, gehst du mal vorbei und guckst mal, was sie haben. Vielleicht irgendwie ein Strombax oder Bockwurst oder so weiter. Bin da hinten, ganz normal, und hab mir dann zehnmal Bockwurst bestellt. Und ich tue das so essen, also sitze das an der Bar und tue das so essen, hab das gerade gleich mitgegeben. Und da hörte ich bloß im Hintergrund, wie die sich alle über die deutsche Geschichte unterhalten haben. Sagen, ja, ich meine, das ist zwar ein brennendes Thema, aber das ist nicht jeder über das Thema unterhalten, das habe ich nicht gerissen. Ne? Und nach einer gewissen Zeit denke ich, man fängt an, ja, nehmen wir es an, jeder sagt, es gibt viel zu viele Ausländer. Ich habe gesagt, nee, es gibt nicht zu viele Ausländer, es gibt zu wenig Deutsche. Da, auf einmal drehte sich die ganze Gaststätte nach mir um. Ich sage, das müsst ihr mal erklären. Und ich habe gesagt, es ist ganz einfach. Durch die Abtreibung und durch die hohen Lebenshaltungskosten ist die Reproduktionsrate von uns Deutschen geringer wie in allen anderen europäischen Ländern und auch weltweit. Und das kann keine gute Entwicklung sein. Auf immer war Stimmung dort. Und dann kriegte ich mit, dass diese Gaststätte ja wirklich eine Gaststätte war, aber gleichzeitig das Wahlkampflokal an NPD. Und NPD oder ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind die Beten sich auch nicht grün. Ne? Ich weiß es jetzt nicht genau, was von Beten. Und ich habe ja dann nur keine Berührungsansicht. Ich bin da völlig schmerzfrei in der Sache. Und habe dann natürlich dann mein Geschichtswissen natürlich nicht an der richtigen Stelle verkauft. Und die waren ganz schnell mit ihren Themen am Ende. Und als sie am Ende von ihren Themen waren, haben sie mir dann die Flyer unter Hand gedrückt. Ich glaube, es war die NPD. Ich habe gesagt, wir können uns gerne über die alten Sachen alle unterhalten. Und ich höre mir das auch alle an, aber ich will mir immer eine eigene Meinung bilden. Ah, sagen sie, ist okay. Ja, ist okay. Ich habe gesagt, ihr habt doch meine Flyer, ihr kennt mir eure Game und ich tue mal die Sache ernsthaft überlegen. Und das habe ich wirklich alles angeguckt. Und und das Lustige dabei ist, sie haben sich dann nicht nochmal gemeldet. Also sie haben wahrscheinlich gemerkt, also entweder meint er es wirklich ernst, was er sagt, dann kommen wir mit unseren Argumenten nicht weiter, oder er nimmt das auf den Arm. Das habe ich dann schon nicht vor. Wenn ich mir sowas erlaube, dann kämpfe ich natürlich nicht mit als Dünnbrettbohrer, sondern davon fahre ich natürlich andere Geschütze, das ist klar. Und an der Frage mit den zu wenig Deutschen, da ist die NPD gescheitert. Und wie ich dann mitgekriegt habe, war es wohl ein Jahr später, haben die wohl auch ihre Oppositionsarbeit im Landtag wohl komplett verweigert. Ich weiß nicht, was die Ursache war, aber ich meine, wenn man die Chance hat, dort 5 Abgeordnete unterzubringen, da muss man sich doch darum kümmern. Und da verstehe ich nicht, warum man dann nicht zu der Sitzung geht und am Ende noch rausgekickt wird dort. Das habe ich nicht gerissen. Naja, jedenfalls, war eine lustige Geschichte. Und ich habe ja immer gesagt, man kann mit jedem reden, aber man muss ja nicht mit jedem einer Meinung sein. Und in einer ähnlichen Geschichte ist das auch mit dem Film. Ja? Also man muss sich das so vorstellen, da ist also zu ihnen hin, dann hat er den angestochen mit irgendeinem Thema, wo dann natürlich sofort angesprungen ist. Und dann hat der Hitler sich gesagt, das ist natürlich auch mein Demokratieverständnis. Und da wurde er wie geflasht. Wie jetzt? Bin ich jetzt auch ein Nazi? So ging das den ganzen Film. Das war einfach nur geil. Und wir wissen natürlich, dass die Darsteller, wo die stehen. Also ich würde sagen, 90% der Darsteller, die dort stehen, haben eine größtenteils anti-deutsche und eine teilweise auch Gender-Mainstreaming ich sag mal, linke Politik ist ja falsch, weil Hitler war ja eigentlich links, war ja nicht rechts, er war ein Sozialist. Ja, ein Umverteiler. Ja, er stand dem Kaiserreich kritisch gegenüber. Weil er hätte ja die Möglichkeit gehabt, nachdem er Reichskanzler geworden ist, den Reichstag wieder zurückzudrehen in das deutsche Kaiserreich. Dann hätte er ja möglicherweise einen Krieg verhindert. Weil in der Großen Koalition hätte sich England nie gewagt, eine Kriegsprovokation zu machen. Er hätte einfach gesagt, wenn ihr alle mit uns Krieg spielen wollt, ich mache einfach nicht mit. Ja, ich fahre bis Polen, bis an die Grenze, du meine Ostgebiete wieder zurückerobern, die Polen sich gegriffen haben.
Und dann fahre ich wieder heim. Und dann tue ich die Reparationskosten bezahlen. Und das hätte ich gemacht an der Stelle. Weil es ist ja völlig legal, wenn die Polen eher in die Ostgebiete reinmarschieren, ist, dass Hitler nur ein nettes Paddelboot nimmt, um in die Ostgebiete zu kommen. Dann darf er schon durch Polen durch. Das ist heutzutage völlig eine egale Sache. Wenn eine Luftraumverletzung ist, muss ich nicht über den gleichen Luftweg wiederkommen, sondern kann ich einfach über die Landesgrenzen marschieren. Das ist international heutzutage überhaupt kein Problem. Das haben die Polen auch eingesehen, aber sie haben eben nicht geblickt, dass der Erste Weltkrieg noch lief. Weil die waren ja der Meinung, dass mit dem Versailler Vertrag im Prinzip eine Kapitulation passiert ist. Aber das ist eine passiert. Weil die Weimarer Republik hat den Versailler Vertrag unterschrieben. Nicht der Kaiser. Der Kaiser hat einfach keine Chance gehabt, ja oder nee zu sagen. Der hat es einfach ausgesessen. So, und der Verweser hat sich geweigert, das zu unterschreiben. Ja, also Kaiser und Verweser kann Gesetze und unterschreiben oder Staatsverträge verlängern. Das ist nicht passiert. Demzufolge konnte die Weimarer Republik auch keinen Staat gründen. Und der Nationalsozialismus unter Hitler konnte auch keinen neuen Staat gründen. Und wenn man jetzt das fortsetzt, Weimarer Republik und Gesetze aus dem Nationalsozialismus und daraus eine Bundesrepublik bastelt, die auf der Rechtsgrundlage der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus aufgebaut ist, weil die Staatsangehörigkeit, die er mit dem gelben Schein beantragt, ist nämlich genau die von Hitler. Das habt ihr nämlich alle vergessen. Die staatliche Staatsangehörigkeit, die kann nur die Gemeinde vergeben, die kann der Bund gar nicht vergeben, das darf der gar nicht, weil der Bund ist ein Parteienkonstrukt. Und das vergessen die Leute immer. Nur der Bürgermeister, der durfte eine Staatsangehörigkeit nach dem Kaiserreich vergeben, nämlich aufgrund der notstandsrechtlichen Verfügung, darf der machen. Notstandsrecht von 1914, dann darf der sagen, wegen notstandsrechtlicher Verfügung ist derjenige Staatsangehöriger der Bundesstaaten. Er darf nur für die Bundesstaaten entscheiden. Und zwar auch nur für den Kreis, wo er gewählt ist. Jetzt kann man natürlich sagen, die heutigen Bürgermeister sind ja nicht nach staatlichem Recht gewählt worden, sondern die haben sich eigenes Wahlrecht geschaffen, aber sie sind ja Notstandsleiter, weil Notstandsleiter unterliegen nicht einer Wahlpflicht, sage ich mal. Ja, man kann sie wählen, man kann sie ordentlich einsetzen und wenn sie nach kaiserlichem Recht gewählt werden, hätten sie den Rang eines Verwesers. Aber sie sind ja alle nach frei gewählten Wahlverfahren in das Amt gekommen. Die bundesrepublikanischen Wahlverfahren unterlagen nicht dem kaiserlichen Wahlrecht. Und das ist eine freie Erfindung mit neuen Regeln. Es gab für kaiserlichen Zeiten keine Unterstützungsvorschriften. Der Mann hat sich aufgestellt und wenn der mehr als die Hälfte seiner Leute hinter sich hatte, dann war der gewählt für den Posten. Das ist eine ganz einfache Geschichte. So, und da kann man davon ausgehen, was der entscheidet, ist für die Mehrheit der Leute richtig. Weil sonst würden sie ja einen anderen wählen. So, das ist Wahlrecht. Wenn die Bundesrepublik eine Wahlbeteiligung unter 50% hat, dann muss man sagen, dass über die Hälfte der Leute das ganze Wahlverfahren abgelehnt hat. Und dann gibt es keine Wahlgewinner. Ja, dann kann man zwar sagen, dass die CDU oder die SPD von der Hälfte der Leute zwar die Mehrheit erreicht haben, aber es ist die Mehrheit der Minderheit, der Gesamtmenge. Ja. So, und das ist auf keinen Fall eine Mehrheit, für diese zu bestimmen haben. Das ist einfach nicht erfüllt. Weil es müsste eine Partei, müsste zumindest in einem Stichwahlverfahren mehr als die Hälfte hinter sich bringen, um rechtmäßig eine Regierung zu bilden. Da könnt ihr auch mit Koalition nichts machen. Wenn die Wahlbeteiligung unter 50% liegt, ist auch eine Koalition nicht in der Lage, eine saubere Mehrheit, eine Legitimation zu einer Wahl zusammenzukriegen. Und wenn die Staatsangehörigkeit schon manipuliert ist, weil wir auf ungültigen Gesetzen eine Staatsangehörigkeit aufgebaut haben in der Bundesrepublik, dann wird es erst recht großer Rotz. Weil dann kann man nur wirklich nur sagen, dass eben die ganzen Bürgermeister und Landräte sind alles nur Notstandsleiter. Und die müssen, ob sie wollen oder nicht, die kaiserliche Gesetzgebung umsetzen. Die dürfen gar kein Bundesrecht machen. Ja, weil man muss ja immer sehen, die HLKU geht dem Landesrecht vor. Und zwar, weil die HLKU die höchste Rangordnung ist. Und die setzt das Landesrecht ein. Das Landesrecht, das vor der Besatzung war. Und dann erst kommt Grundgesetz und was es da noch alles gibt. So, sobald aber eine vorgesetzte Rechtsordnung jetzt bereits schon wirkt und bestimmte Verfahren festgelegt hat, kann eine niedere Gesetzgebung das nicht aufweichen oder umkehren. Das ist das Problem. Beim Bund sieht die Sache natürlich anders aus. Der Bund ist, wie gesagt, eine Künstlertruppe, weil der Bund ist ein Rechtsnachfolger einer Zirkusveranstaltung. Also die Weimarer Republik ist im Zirkus entstanden und dann haben die immer wieder Nachfolgesitzungen gemacht. Was anderes ist es ja nicht. Also wenn man so will, ist es eine Faschingsshow mit einem Faschingskanzler und mit einem Faschingspräsidenten. Und ja, was anderes ist es nicht. Ist ein Parteikonstrukt. Kunst ist frei, sagen die. So, das ist aber nicht die staatliche Legitimation. Die staatliche Legitimation liegt seit der Ermordung des Verwesers auf Eis. Deswegen ist der Staat nicht handlungsfähig. Und das hat nichts mit der Weimarer Republik zu tun, auch nicht mit dem sechsfädrigen Beuler. Es ist nicht das Staatswappen, also auf dem gelben Schein ist nicht das Staatswappen.
sondern das Staatsamt ist immer noch der Kreisordner. So, und wer das nicht begreift und so eine Stadtangehörigkeit beantragt, braucht sich nicht wundern, dass sie die Bundesstaatsangehörigkeit genau in dem Moment entziehen, weil es im Rustakt steht so drin. Wenn jemand eine andere freiwillig annimmt, wird ihm die alte entzogen. Und deswegen muss man immer dafür sorgen, nachzuweisen, dass man die originale richtige gewollt hat. Deswegen habe ich das in mindestens einem Video auch gesagt, das ist die Handbildung. So, das ist der Hintergrund. So, da kann man sich vorstellen, wenn die das jetzt geblickt haben und auch eine Wahlanfechtung schon gefangen haben, zur Landtagswahl, zur Oberwahl, was haben wir noch, zur Bundestagswahl, gab es auch eine Wahlanfechtung in der Richtung. Und sie behandeln es nicht, da wissen wir doch, dass wir uns Schwarze getroffen haben. Ja, sie haben es ausgesessen und wir haben herausgefunden, dass die ganze Staatsangehörigkeit und das ganze Bundesrecht im Prinzip die Fortsetzung von Nationalsozialismus ist. Und wenn jetzt so ein Film kommt und sagt, na, 50% der Thesen von Hitler ist ja genau das, was die Politiker derzeit machen und vertreten, ist das doch eine ganz heiße Kiste. Aber sie haben ja keinen dazu gezwungen, sich so zu verhalten. Die haben einfach nur den passenden Hitler vor jeden Protagonisten zur Verfügung gestellt. Das war die geile Idee an dem Film. Ja, also die haben sich hingestellt neben dem Blasberg und haben den im Prinzip in seine eigene Argumentation reinlaufen lassen. Das war aber da völlig hilflos. Ja, und ich will jetzt nicht sagen, man muss sich jetzt Vorbild nehmen, wie man seine politische Argumentation dort aufbaut, aber der Film macht mir Angst. Weil wenn es wirklich funktioniert in der Realität, das ist eine heiße Nummer. Ja, denkt mal drüber nach. Auf jeden Fall. Angucken ist Pflicht, man muss es verstanden haben, man muss es vielleicht vor zwei, drei Mal gesehen haben. Es ist einfach nur genial. So, geht. Ich werde jetzt noch mich um den Teil 30 kümmern und wir werden uns dann nochmal angucken, was denn hier mit diesem neuen Ende los ist, die jetzt wieder hier durch die Lande geistert. Die werden wir uns erstmal zerpflücken, ordentlich die Federn ziehen und dann gucken wir mal, was da übrig bleibt. So, tschüss.